Mein Name ist Peter Tiche, ich komme aus Wien, bin 19 Jahre alt und betreibe den Sport Schwimmen. Ich habe eine Sehbehinderung. Da hat mich so gesagt der VSC gefunden. Der hat eine Kooperation mit der Schule und so konnte ich eben dort beginnen, Sport zu treiben. Deine größten Erfolge bisher? Bisher vor 2 Jahren bei der Jugend-WM in Colorado die Bronzemedaille. Dann dieses Jahr bei der EM 9. Platz. Also meine Vorbereitung für London schaut so aus, dass ich jetzt nochmal, derzeit habe ich mehrere Trainer und das ist eher schlecht, also müssen sich die mal alle zusammensetzen und dann werden wir das alles besprechen, wer mich jetzt wirklich trainiert und wie eben die Trainingsmöglichkeiten ausschauen, weil das ist das Schwierigste, weil ich eben nicht mit normalen Vereinen mittrainieren kann, weil da zu viele Leute auf einer Bahn sind. Ja, und wenn es dann diese Trainingsmöglichkeiten gibt, dann werden wir einen guten Plan erstellen. Also meine Ziele für London sind, einmal sicherlich ins Finale zu kommen. Dadurch, es an der Weltspitze schon einige Profis gibt, ist es sehr schwer als Nicht-Profi da überhaupt mithalten zu können. Und zu hohe Ziele sollte man sich nicht setzen und alles, was darüber ist, freut einen natürlich.